Ich habe Bock auf Chips und ich weiß nicht, ob ich sie mir jetzt holen werde. Weil das Ding ist, so Chips sind bombengeil so zum Essen, aber auch irgendwie so ungesund. Oh, jetzt können wir mit dem Video starten. Mmh. Geil. Dieses Video ist ein Video, was ich glaube ich noch nie so auf dem Kanal gebracht habe. Es ist ein Vlog, natürlich wie auch sonst, aber dieser Vlog wird ein bisschen anders. Er ist anders, weil ich heute, also ab heute, den ganzen, Deutsch ist nicht gut, die ganze Woche lang mitfilmen werde. Also es wird ein Wochenvlog. Erstmal dafür Ehre geben, dass ihr die ganze Zeit durchschaut. Gestern hatte ich einen komischen Tag. Ich war so gestresst, ich hatte wirklich nur noch so wenig, hatte echt wenig Zeit, deswegen bin ich zur Bahn gerannt, gesprintet, gehasselt. In 3 Minuten kommt meine Bahn und ich brauche 5 Minuten Station. Yeah. Oh, ich hasse Sport, ich will eigentlich nicht rennen, aber ich muss. Ich kann nicht mehr. Ey yo, Outfit check. Du, 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 du. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich muss jetzt weiter, oh mein Gott. So, ich habe es geschafft. Die Bahn kommt in 2 Minuten und ich erzähle euch jetzt, was heute so ansteht. Also ich gehe jetzt in die Shopping City Süd. Dort treffe ich mich mit Freunden. Danach geht es zu einem Termin. Und danach werden Fotos gemacht, ja. Klingt nicht so spannend, ist aber spannender als es klingt. Was so ansteht, werdet ihr in diesem Video noch sehen. Ich war dann in der SZ und habe mich mit Freunden getroffen. Eigentlich wollte ich nicht shoppen, so wisst ihr, aber mein innerer Drang hat mich dazu getrieben, Geld auszugeben, ja. Ich muss das noch lernen. Ich muss noch lernen, mit Geld umzugehen. Jetzt muss ich die mal finden. Angeblich im H&M. Angeblich. Ah, ich sehe den Stalker-Modus an. Yes. Hey. Alex. Oh. Juti. Lisa. Brate. Lange nicht mehr gesehen. Ah, ist diese Kamera, so macht sie Photoshop von allein. Yeah. Ich bin hier gerannt, also zur Bahn. Mein Rücken ist jetzt Wasserfall 2.0. Also eigentlich wollte ich nicht shoppen. Danke, Laura. Ist das für den Herbst oder das müssen wir jetzt analysieren? Also sie steht dir. Es ist nicht herbstlich. Okay, fast, dann braucht man sie nicht. Das T-Shirt zeigt schon so, oh, geh weg von mir. Will ich die? Sieht gut drin aus. So, das ist mein Outfit heute. Oh yeah. Dann hatte ich einen Termin. Ja, war okay. Der Termin war erfolgreich, sagen wir mal so. Danke, Leila, dass du mit warst. Kuss auf deine nicht vorhandene Nuss, würde ich sagen. Auf was? Auf deine nicht vorhandene Nuss. Nein, küsst meine Augen. Und zu guter Letzt bin ich dann gestern zum Stephansplatz gefahren, weil ich Hunger hatte. Wir wollten Fotos machen gehen und ich hatte Hunger. Und ich hatte Hunger und wir wollten Fotos machen gehen. Wir gehen jetzt essen, weil ich habe Hunger. Man kennt es nicht anders. Was sagt ihr zu meiner Jacke? Hier habe ich mir Avocado-Makis gegönnt. Avocado-Makis sind Sachen, die ich immer essen kann und immer essen werde. Ich werde jetzt snacken. Der Mojito ist leid. So, und jetzt ist der zweite Tag angelangt. Basically, es geht darum, eine Freundin von uns hatte Geburtstag und ich habe dann bei Laura übernachtet. Mit Icy. Alles andere fügt sich gleich hinzu zu der Story. Laura ist gerade mit mir auf FaceTime. Zeig dein Outfit. Wow, du fancy Queen. Hallo Icy. Hi. Schau ich gut aus, Laura? Nein. Ich weiß, ich schau Bombe aus und nicht rot. Ich liebe deine Zuschauer. Hast du meine geilen Socken gesehen? Geile Socken hast du, Laura, und das ist dieses Loch. Oh mein Gutsko. Ich bin so komisch, ich darf diese Kamera nicht nehmen. Hi, Icy. Und Leute, wie geht's euch so? Leute, wir sind so süchtig, wir spielen gerade Mario Kart am Handy. Scheiße, Mann. Ist nicht so gut? Genommen. Ich hab's genommen. Hey, what's up? Wir haben uns Pizza-Bällchen bestellt. Okay, Unboxing.
bestellt? Ich habe mit Fungi, Champignon, dann Mais und Fungi, Schinken und Mais drin. Dip. Pass auf, dass du nicht kleckerst. Mhm. What's up? Zurück bei Alex' Album. Flexible. Ah ja, ups. Jedenfalls. Wir sind wieder bei Laura. Und wir chillen einfach hier. Night Routine Vlog und Zahnbürste. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt alle interessiert. Dann abtrocknen. Aua, mitten in der Luft! Leute, meine Allergie ballert. Wir sind um 5:30 schlafen gegangen. Was? Ich bin glaube ich schon um 4 eingeschlafen. Ja. Und seitdem ballert die Allergie richtig. Oh, wie ein Prinz schaust du aus. Wie Prinz Charming? Ja. Okay. Ah ja, ich habe jetzt Pizza bestellt zum Frühstück, aber nur für mich. Wir gehen jetzt zu Fridays for Future. So, Alex still crank. Elvis ist mit dem Klimaschützen. Ja! Das ist ja gut. Judith ist auch da. Zeig mir mal dein Schild. Plastikverbot statt Atemverbot. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Ganz okay, Eiskaffee. Ende dieses Video auch schon. War es interessant für euch, so eine Woche von mir zu leben? Wenn du jetzt noch Erde hast, dann kannst du mich gerne unten abonnieren und mir einen Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Vlog wieder. Bye.